Wisst ihr, es gibt sehr verschiedene Junkies. Es gibt reiche und sehr beknackte Arschlöcher, die hin und wieder was einschmeißen. Die haben auch immer genügend Geld übrig, um an die Riviera abzuhauen, wenn es ihnen zu Hause zu gefährlich wird. Die Straßenjunkies hassen diese Wichser. Man kann sie ganz gut lenken und wegen ihrem Geld werden sie toleriert. Dann gibt's auch noch die gehobene Mittelklasse, die sind im Grunde genommen genauso. Aber sie sind ganz brauchbar, weil sie Mom und Dad die Augen öffnen für das soziale Virus. Weil sie auch die Regierung unter Druck setzen, damit sie was tut. Und dann sind da noch wir Street Kids. Wir fangen schon sehr, sehr früh an. Mit 13 oder so. Wir glauben, wir hätten alles unter Kontrolle. Wir könnten nicht auf die Schnauze fallen. Doch meist haut das nicht hin. Ich bin das lebende Beispiel. Aber am Ende begreift man, dass Junkie zu sein auch nur ein Job von 9 bis 5 ist. Die Stunden werden dabei nur immer dunkler.